Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Wir kommen heute zu den Übungen, die ich das letzte Mal aufgegeben habe. Das sind die Übungen zu Lektion Nummer 1. Da waren Vokabeln auf einer Vokabelliste. Die solltet ihr auswendig lernen und alle aufschreiben. Das war die erste Übung. Die zweite Übung war, dass ihr diese Vokabeln einmal determiniert, also bestimmt macht, also mit Artikel dranhängen. Wenn wir jetzt die Vokabelliste durchgehen, da hatten wir das erste Wort Tür. Und das heißt auf Arabisch Al-Babu, die Tür. Jetzt sind wir bei der zweiten Aufgabe. Das heißt, alle Wörter in der Vokabelliste werde ich jetzt hier nur bestimmt aufführen. Ich werde jetzt nicht nochmal die unbestimmten, weil die stehen ja schon in der Vokabelliste drin. Die werde ich nicht nochmal durchgehen. Also, das erste Wort Tür, Al-Babu, die Tür, Jama, das Jim steht immer für Plural, Al-Abwabu, die Türen, also Einzahl, Mehrzahl, Haus, Al-Baytu, ihr merkt immer Alif und Lam am Anfang. Und ein Dhamma am Ende. Das Merkmal eines bestimmten Wortes in der arabischen Sprache. Der Plural für das Haus ist die Häuser. El-Buyutu. Wir haben wieder Elif und Lam am Anfang und wieder ein Dhamma am Ende. Dann kommt die Universität. El-Jami'atu. Plural El-Jami'atu. Studium, Lektion oder Unterricht oder Vortrag. Ad-Darsu, Ad-Darsu, der Vortrag oder der Unterricht oder das Studium, je nachdem. Und die Vorträge oder die Unterrichte. Ad-Durusu, Heft, das Heft. Ad-Daftaru, die Hefte. Ad-Dafatiru. Ad-Dafatiru. Und wir haben ja auch vorher gelernt, es gibt gesunde Plurale, maskuline, also Jam'ul Mudhakkari Salimu. Das haben wir gelernt, dass wenn man zum Beispiel im Plural einfach nur am Ende Waw und Nun dranhängt, Una. Una. Zum Beispiel wir hatten das Beispiel Muallimun, Muallimuna. Salihun, Salihuna. Das ist ein gesunder Plural. Der ist gesund, weil immer dasselbe vorkommt im Plural. Es wird nur das U und N drangehängt. Und im Weiblichen genau dasselbe. Der gesunde feminine Plural Jam'ul Mu'annathi Salimu. Da haben wir anstatt Una Atun drangehängt. Wie zum Beispiel eine Lehrerin, Muallimatun, dann sagt man beim Plural Muallimatun, also Atun am Ende. Das waren die gesunden Plurale, die wir gelernt haben. Und dann habe ich erwähnt, dass es auch Jam'u Taksiri gibt. Und Jam'u Taksir, das sind die gebrochenen Plurale. Das heißt, die kann man nicht so einfach erkennen, die haben kein Muster. Die haben kein Muster, wonach diese Plurale gebildet werden, dass man die so schnell erkennt. Wie hier zum Beispiel. Bis jetzt haben wir nur Jam'u Taksir. Ja? Weil wir haben kein Una am Ende und kein Atun am Ende. Al-Abwabu, Al-Buyutu, Al-Jami'atu. Ja, das ist zum Beispiel ein Jam'u, Jam'u al-Mu'annathi al-Salimu. Der gesunde feminine Plural. Hier, warum? Weil wir haben am Ende Atun, Atu drangehängt. Weil das ist ja, wir sind jetzt hier bei einem bestimmten Wort. Wäre das Wort hier unbestimmt, Jami'atun, dann würde man Un am Ende sagen. Aber weil wir den Alif und Lam haben, haben wir ja nur ein U am Ende. Ad-Darsu, Ad-Durusu ist wieder ein gebrochener Plural. Wir haben hier kein Una oder Atu. الدفتر الدفاتر الدفاتر ist auch wieder
ein gebrochener Plural. Jam'u taksir. Ich versuche die arabischen Wörter immer wieder zu erwähnen, damit ihr diese auch lernt. Dann waren wir bei Ash-Shubbaku, das heißt Fenster. Ash-Shababiku. Ash-Shababiku. Dann kommen wir zum nächsten Wort. Tasche. Tasche. Ash-Shantatu. Ash-Shantatu. Ash-Shunatu. Ash-Shunatu. Die Tasche und die Taschen. Tasche wird auch in Hocharabisch Haqiba. Wenn man stehen bleibt bei einem Wort, dann muss man die Endvokalisation nicht aussprechen. Al-Haqibatu bedeutet auch die Tasche und der Plural davon Al-Haqaibu. Wieder ein gebrochener Plural. Tisch. Al-Mindadatu. Al-Mindadatu. Al-Manadidu. Der Plural dazu. Al-Manadidu. Ja, da habe ich noch hier das Wort, was im Buch drin steht. At-Tawilatu. At-Tawilatu. Ich habe es hier nicht richtig geschrieben. Hier muss ein Alif hin. Also so wie hier auf der rechten Seite. So müsste das geschrieben werden. At-Tawilatu. At-Tawilatu. Hier haben wir wieder den Jam'ul Mu'annathi Salim. Warum? Wir haben ein Alif und ein Ta am Ende. Das ist das Zeichen für den gesunden femininen Plural. As-Sadiqu, der Freund. Al-Asdiqa'u. Al-Asdiqa'u. Die Freunde. Das ist wieder ein gebrochener Plural hier. Was ich auch noch erwähnen wollte, hier oben steht, glaube ich, bei euch Lektion 2. Ich würde euch bitten, dass ihr das auch ändert. Übung Lektion 1. Dann sind wir hier At-Talibu für Student. At-Talibu. At-Tullabu. Gebrochener Plural wieder. Jetzt haben wir wieder einen gesunden Plural. At-Talibatu. Die Studentin. Und der Plural dazu. At-Talibatu. Atu am Ende. Also gesunder, femininer Plural. Al-Ghurfatu. Das Zimmer. Al-Ghurafu. Ein gebrochener Plural. Aber es gibt auch den gesunden Plural davon. Al-Ghurfatu. Al-Qalamu. Al-Aqlamu. Wieder ein gebrochener Plural. Al-Kitabu. Al-Kutubu. Wieder ein gebrochener Plural. Al-Madrasatu. Die Schule. Al-Madarisu. Die Schulen. Al-Muallimu. Al-Muallimuna. Jam'u al-Mudhakkar al-Salim. Al-Muallimatu. Al-Muallimatu. Das ist ein gesunder femininer Plural. Das ist ein gesunder maskuliner Plural. Una und Atu. Al-Waraku. Al-Awraku. Blatt. Al-Muslimu. Al-Muslimuna. Al-Mushriku. Der Polytheist. Al-Mushrikuna. Die Polytheisten. Das war die Übung 2. Jetzt kommt die Übung 3. War überlegen Sie, welche die feminine Form der Vokabeln Muslimun und Mushrikun mit dem entsprechenden Plural ist. Also Muslimun, was in der Vokabelliste steht. Der feminine Plural, weil das war ja hier oben der maskuline Plural. Der feminine Plural wäre Muslimatun. Mit Atun am Ende. Und hier haben wir Una, männlich, Atun, weiblich. Und Singular für Muslimun ist ja ein männlicher Muslim. Und Muslimatun wäre eine weibliche Muslimin. Mushrikun, genau dasselbe. Mushrikatun, das sind Polytheistinnen. Und Mushrikatun, Polytheistin, eine weibliche.
Das war's für heute. Und ich glaube, wir sind durch mit der Lektion. Beim nächsten Mal fangen wir mit der neuen Lektion an. Ich danke euch fürs Zuhören und für eure Geduld. Bis zum nächsten Mal. Inshallah. Assalamu alaikum. Tschüss.